Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Thomas. Happy birthday to you. Bereit. Ja. Der Thomas ist ein väterlicher Freund und mein Manager und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe und es ist immer wieder ein Bedürfnis, es zieht mich hierher, einmal im Jahr diese Feier mit zu gestalten, auch musikalisch. Diesmal haben wir einen Überraschungsgast. Das ist der Überraschungsgast, der Günther Burkhardt, der sogenannte Quetschenbur. Ja, natürlich, Schweinderl. Die sind total kaputt. Ja, das ist. Ja, das ist. Mach die Qualitätskontrolle. Sei so gut. Kannst du uns ein bisschen was zum Thomas sagen? Was kann ich zum Thomas sagen? Du kennst ihn ja schon ein bisschen länger, ne? Ja, ich kenne ihn. Ja, der Thomas ist mein Patenkind und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ja. Und auch in der Zeit, wie er noch in Kanada war, da haben wir immer wieder geschrieben und Fotos geschickt, hat die Mutter und ich muss sagen, er ist schwer in Ordnung. Sehr gut. Also das heißt, ihr wart immer in Verbindung? Ja. In emotionaler Verbindung, ich habe heute gesehen, noch ein bisschen Tränen. Sehr schön. Ja. Hast du noch auf einen guten Weg gebracht, muss man schon sagen. Das weiß ich nicht, ob ich da so viel beteiligt habe. Sag mal, ja. Okay. Also Thomas, okay. Wie wir hören, du bist ein ganz netter Mensch. Glaubt man gar nicht, wenn man dich kennt, aber du hast gute Leute, die das bestätigen. Und jetzt singen wir alle mit. Ganz ruhig ein bisschen aufhören mit der Musik, dass da ein bisschen was Bewegung reinkommt. Bisschen mehr Stimmung, na alles dann! You saw my night in two days, leave me mysterious. Das ist etwas ganz Besonderes, ja. Da brauchst du jetzt keine Angst haben vor davor. Ja. Das ist was ganz Besonderes, weil das ist eine einmalige Ausgabe, ja. Eine sogenannte Hütteldorf-Ausgabe. Und ich habe dir von der Wiener Bezirkszeitung eine Titelseite machen lassen. Hütteldorf, es gibt nur in 14 zwar, das heißt Benzing bei uns, ja. Aber da will man Hütteldorf-Ausgabe machen, was, wo alles drauf ist, was du gern hast. Ja. Nicht fang jetzt zum Rehren an. Ja, geht schon. Ja. Es wird gut. Ja, alles wird gut. So, schau her. Das liest jetzt du vor, die Schlagzeile, und ist dann da drunter, darfst du vorlesen. Durch und durch ein Rapidler. Thomas Hettlinger, der Mann für alle Fälle und dennoch ein toller Freund. Seite 9. Du hättest durch und durch ein Rapidler und du bist dennoch ein toller Freund, ja. Ja, wann kommt die Ausgabe? Die Ausgabe, die ist nur für dich. Das ist extra nur für dich, habe ich eingerahmt. Ich habe dann unten als Kaiser, du bist das Kaiser drauf, ja. Ja. Wir haben immer ein bisschen brav sein, ja. Und dann habe ich unten hingeschrieben, Eure Majestät, Thomas der Erste, von Gottes Gnaden, Kaiser von Hütteldorf, König der Töpfe, Großherzog von Voices, gefürsteter Graf von Gala und Dina, Graf von Monte Sociales. Wir haben natürlich ein Büdel drauf gemacht mit Go Canada Go. Ja, sehr gut. Das ist nicht vergessen. Natürlich auch dein Herzblatt mit dabei.
da war sie auf der Wiesn, wo sie war, und da sind lauter Herze und wir haben mit sich geschrieben, Münchner. Thomas hat, hat für alle ein großes Herz. Danke. Was ja stimmt, ja. Und zum Schluss haben wir den Vierhaubenkochen noch dazugegeben, ja. Ja, das darfst du dir auch einrahmen. Ja, das ist das. Ah, das habe ich ja schon eingerahmt, das darfst du aufhängen. Sieht doch. Okay. Das gibt es einfach weiter. Ja. You got me begging and stealing for your sweet love. Lieber Thomas, bleib so wie du bist. Du bist ein watzlicher Kerl. Danke. Sehr gut. Das geht nicht. Ich kann nur sagen, dass der Thomas ein allerliebster, herzlicher Freund von mir ist, der meinen 50. Geburtstag heuer ausgerichtet hat. Und ich sag nur. Das hat jemand ausgerichtet. Und zwar zum 50er, den du erst in 10 Jahren hast. Ich weiß nicht, ich verstehe. Ja, tut das gerade. Mein Satz hier lieb. Ahnung, das stimmt irgendwas nicht. Ein bisschen mehr noch, danke. Gut, also im Prinzip, du kennst den Thomas und der hat dich unterstützt bei deinem Geburtstag. Genau, bei meinem Geburtstag, ja. Und dafür danke ich ihm sehr. Und der Thomas ist wirklich ein super, guter, toller Freund. Das ist gut. Eins von den zwei nehmen. Entscheide dich. Was ich? Ich stehe. Also sie haben, er kann sich entscheiden zwischen Ikea oder den Quagel. Willst du das Quagel daheim haben? Na ja, dann nehmen wir die Ikea, oder? Das ist eine Linke. So, und damit hast du dein Geburtstagsgeschenk. Da ist nämlich heuer so sensationell in Bratislava war, ja? Ja? Wir werden einen Tag oder zwei Tage in Lausanne verbringen, ja? Und schauen uns an, Kanada gegen Schweden, du hast das ausgesucht, du hast da in Ikea ausgesucht, ja? Also, weil es gibt die zwei Top-Spiele, Kanada-Schweden oder Kanada-Tschechien. Ja. Und es ist halt jetzt, du hast das ausgesucht, Kanada-Schweden, meine Karte, also deine Karte, geht wieder auf meine Rechnung, ja? Und wir zwei werden einen schönen Tag verbringen. Happy Birthday to you! Ist das gut so? Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Thomas! Happy Birthday to you! Und ein Riesenapplaus! Ja, Jesus, nein, mein Gott, mein Thomas, mein Heti, mein Hetlinger. Ich wünsche dir natürlich einen gesegneten Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute. Da 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 da!
Wir sind hier auf der Geburtstagsfeier von Thomas, ne? Ja. Hier jetzt die Kamera, sag mal hier ein paar schöne Worte zum Tommy, ne? Ich kann nur eins sagen, der Thomas ist einer meiner guten Freunde, besten Freunde, und ich freue mich, dass ich ihn kennengelernt habe vor mehr als 5 Jahren, und auf seine Geburtstagsfahrt, muss ich sagen, legendär. Wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt.
und der Stress vorbei ist, dann lande ich nämlich hin. Aha. Aha. Oh ja. Dann fühle ich äußerst hässlich, das war das mir nicht blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Aha. Aha. Oh ja. Dann sag ich, meine Lieben, wir sind noch viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit vollen 50 Jahren hat Thomas Spaß daran. Mit vollen 50 Jahren, da kommt der erste Schuss. Mit vollen 50. Zeit und es hat kein einziger Mensch gewusst, außer er. Irgendeiner hat ja den Ring. Ich kann ja nicht den Ring kaufen, weil du bist andern bei mir. Ja? So. Und ich weiß, ja, dass die Zukunft uns gehören könnte. Nicht weinen, weil sonst fange ich an, dann fängt die Mama an, dann ganzen Leid und dann ist die Party in Arsch. Ja? Willst du mich heiraten? Joe.
Understand how you could easily take my man, but you don't know what you need to me.